Menschen, die es geschafft haben, das seit Wochen belagerte Mariupol zu verlassen, werden nach stundenlanger Fahrt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Stadt Saporischschja kontrolliert. 60.000 Flüchtlinge aus anderen Landesteilen der Ukraine sollen hier schon angekommen sein. Mehr als 4 Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, sind aus der Ukraine ins Ausland gekommen. Nach ukrainischen Angaben sind auch 500.000 Menschen in die Ukraine zurückgekehrt. Diese Flüchtlinge haben in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, wo vorwiegend Russisch gesprochen wird, Schlimmes erlebt, bevor sie es nach Polen geschafft haben. Wir haben gesehen, wie eine Familie auf eine Mine gelaufen ist. Nur das Kind hat überlebt. Vergewaltigte Frauen waren im Krankenhaus. Es war einfach schrecklich. Die ganze Zeit fielen Bomben auf uns. Ich wollte nicht weg, aber es war so laut. Die gesamte vergangene Woche schlugen Bomben ganz nah bei uns ein. Wir haben gewartet und konnten nichts tun. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch geht inzwischen den Berichten von Frauen nach, die sagen, sie seien in Charkiw und in anderen ukrainischen Städten von russischen Soldaten vergewaltigt worden.